So, und damit herzlich willkommen zurück zu unserem 10. Spiel in unserem Livestream von der Deutschen Meisterschaft im Quidditch. Sie sehen jetzt das Spiel Münchener Wolpertinger gegen die Braunschweiger Boomicorns. Danina, was denkst du, wie wird es ausgehen? Also ich finde, das wird ein sehr spannendes Spiel auf jeden Fall. Die Münchner sind ziemlich, ziemlich stark natürlich, aber die Braunschweiger sind auch definitiv nicht zu unterschätzen. Es ist ja das erste Team. Ja, und sie haben auf jeden Fall gezeigt in den letzten Spielen offscreen, was sie drauf haben. Haben ein paar schöne Siege errungen. Also wir sehen schon, die Starting Line stellt sich langsam auf. Alles wird gecheckt. Wir wurden gerade auch gecheckt. Wunderbar, das wird sehr spannend. Alles klar. Braunschweig ready. München auch ready. Und oh, der Braunschweiger ist sehr, sehr schnell, sehr schön nach hinten geschaufelt, muss man sagen. Aber ein schöner Beat. Beat. Ja, sehr gut. Okay. Sieht sehr danach aus, als hätte Charge München... durch und... Gut aufgehalten. Aber München mit Ledger Control, das ist sehr stark. Und schöner Catch vom... Von Braunschweig, sehr gut. Die Braunschweiger Beaterin 22, die Vivi, sehr gut. Einmal an die Technik. Ja, und da haben wir unser Bild wieder. Wunderbar, alles klar. Und da gibt es einen sehr schönen Drive, aber der wurde sehr schön aufgehalten. Auch vom Braunschweiger Beater. Es ist die Nummer 0, Felix. Wir dürfen dazu sagen... Nein, warte, es ist gar nicht die Nummer 0. Es ist die Nummer 10. Eine 1 ist wichtig. Eine 1 ist sehr wichtig, ja. Okay, Braunschweig hat immer noch den Kopf. Wunderbar. Ein sehr schönes... Pass, auch schön abgefangen. Okay, alle drei Bledger sind auf der Braunschweiger Seite. Braunschweig hat auch... Nein, hat gerade Pleasure Control verloren. Wunderbar, alles und klar. Und dabei beim Keeper. Ah, oh, sehr schön, okay. Und, ah, Pass und, oh, und der war durch. Der war durch, sehr schön. Tor für München. Und Broomsdown. Wir haben einen Broomsdown. Warum haben wir einen Broomsdown? Haben wir es gesehen? Haben wir nicht. Goal-Ref gibt das Goal. Alles gut. War fein. Und der Headref stimmt ihm zu. Okay. Und ja. Da kippt der Hub. Stand ist 10 zu 10. Scheint tatsächlich sehr ausgewogen zu sein. Okay, München hat Bledger Control. Wir haben noch ein 10. Haben wir 10-10 oder 10-0? Nee, es sind 10-10. 10-10. Okay, Braunschweig. Oh, das war ein ziemlich langer Longshot. Man muss dazu sagen, es ist ziemlich windig hier. Das heißt, Longshots sind sehr gefährlich. Aber, naja. Ja, allerdings, wenn man es mit Ballen brechen kann, dann kann man schöne Bälle auch zaubern, die der Gegner nicht so wirklich abschätzen kann. Das stimmt natürlich. Okay, München hat den Quaffel. München hat auch Bledger Control. Ja, man sieht es gut. Oh, hübsch. Okay, Braunschweiger Keeper ist aus. Und Cherry Picks sieht man hier en masse. Sehr schön, muss man sagen. Keeper weiter im Ballbesitz. Ja, da rollt ein herrenloser Charge, Blätter. Charge, dreht sich. Oh. Und steckt durch. Und, München hat Triple Bledger Control. Ziemlich gut. Also, wenn sie jetzt eine Pressing-Situation hinkriegen würden, nicht schlecht. Und... Ja, Triple Control verloren, schade. Booms down. Der gute David hat mir gerade seinen Rücken so hübsch zugewandt. Was kann ich denn über den sagen? Oh, ich habe hier zu sagen, dass sich alle 11 Sekunden ein Single durch David verliebt. Er hat nämlich die am schönsten glitzernden Fingernägel und weiß alle Infos über dich. Ja, dich, du, der diesen Livestream gerade guckst. Die du jemals über Social Media freigegeben hast. Und wir sehen Brooms up. Wunderbar. Klasse. Und der Boomy kommt cool. Keeper ein bisschen in Bedrängnis und Brooms down wieder. Nee. Das war ein Pfiff. Keine 3. Gut. Okay, also München hat immer noch Bledger Control. Und den Quaffel und baut jetzt auf. Ja. Das sieht sehr interessant aus. Und Bieter da verliert er den Ball, aber Tackle. Oh, schön. Wo sind die Beater? Beater kommen gerade wieder zurück.
hübsch. Man sieht, ich finde es immer super, wenn die Female Beater auch so richtig loslegen mit den Tackeln. Und der war nicht gut, der ging außen drum herum. Okay. Guter Tackle, aber... Und er hat verliert den Ball. Und die Boomicons wieder im Ballbesitz. Gute Defense, schön. Muss man sagen. So. Spielaufbau, Boomicons stellen einen Troll. Für alle, die es nicht wissen, ein Troll ist ein Spieler, der hinter die Hoops geht, um zu versuchen, einen Pass zu ermöglichen, über die Abwehr hinüber und dann von hinten durchzustecken. Okay, es ist eine No-Bledger-Situation zugunsten von München. Kurve geht jetzt etwas mit Speed nach vorne. Braunschweig hat wieder einen Bledger, No-Bledger-Situation vorbei, das wäre sehr schön und gewesen. Aber Bieter hat aufgepasst und den Keeper von München abgebietet. Okay, sehr schön. Das war ein sehr guter Reset von München. Der hat nämlich den Bledger zurückgeworfen. Und schöner Querpass, aber der geht auch direkt durch. Wow. Schönes Tor von den Boomicons. Das sah echt gut aus. Ah, da wird man ja ganz aufgeregt, wenn man andere Teams spielen sieht, meine Güte. Okay, München langsam wieder. Wagen sich vor, haben Quaffel, haben Bledger Control. Quaffel kommt rüber, sehr hübsch gefangen. Und sie machen Cherry Picks en masse, sehr schön. Gut den Weg freigeräumt, Ball zurück zum Keeper. Sehr starkes Beater-Game von beiden Seiten. Und der stellt sich hin und nutzt seine Größe und steckt das Ding einfach durch den rechten Hub durch. Das ist schön, wenn manche Leute so groß sind, dass sie die tatsächlich erreichen können. Hm. True, though. Mhm. München stellt sich zur Abwehr auf. Braunschweig wagt sich vor, Keeper erstmal hinten. Vita scheinen über die Mittellinie und München scheint sie direkt vorne an der Mittellinie empfangen zu wollen. Ah, okay, ja, hübsch. Wo muss er aufpassen? Ganz. Ja. Ein sehr schöner Tackle. Und da kommt der Pass zum Troll. Der kann ihn nur schwer kontrollieren. Mit beiden Händen. Aber schüttelt. Na? Oh. Ah. Schade. Gut durchgesetzt, aber... Die Nummer 29 von München hat tolle Tackles, muss man sagen. Ballsicherung durch München. Und jetzt müssen die Beater dazukommen. Beater Nummer 1 nimmt den ersten raus. Ja. Und nimmt den zweiten raus. Okay, und damit der Keeper hat den Ball gesaved. Super. Damit ist München wieder im Quaffelbesitz. Braunschweig hat allerdings die Bledger Control. Sie stellen sich relativ weit vorne auf zur Verteidigung. Interessant. Keeper ist auch relativ weit vorne. Scheint so Braunschweig-Spezial zu sein. Gut. Oh, ist sehr schön. Eine kleine Verteidigung und jetzt der Pass. Ja. Und der aber abgefangen und der Beater nimmt den gegnerischen. Man sehe sich dieses Gerangel an. Wunderbar. Oh, sehr schön gerettet von der Braunschweiger Bieterin. Und jetzt hat sie ihn doch verloren. Schade. Boomi kommt weiterhin. Und der Querpass. Der Tackle kommt. Und muss er aufpassen, sonst Tackling von behind. Jetzt drängt er ihn zurück. Wurde dann doch gecherrypickt. Bledger wieder erlangt. Sehr schön. Und da ist der Quaffel im Haus. Ja, alles klar. Gut, München hat wieder Bledger Control und München hat ebenfalls den Quaffel und befindet sich jetzt gerade im Angriff. Keeper macht den Quaffel live und jetzt geht's wieder weiter. Stand ist mittlerweile 30-20. Ja. Knapp 9 Minuten. Das ist ein guter Schnitt. Ich glaube, wir müssen den Stand tauschen. Nämlich 30 für München. Wir haben hier 30 für die Boomicons. Und jetzt wird auch okay. Zur Info, der angezeigte Score ist umgekehrt. Also die Münchner Wolpertinger führen mit 30-20, wie man hinten vielleicht auch noch erkennen kann. Technikteam arbeitet fieberhaft. Braunschweig hat ein Tor, wir haben jetzt 30-30. Ja. Technikteam, wir müssen gar nicht mehr so viel machen, siehst du mal. Und damit ist der Score wieder korrekt. Tada! Okay, München wieder voll am Start. Keeper mit Speed rennt. Kommt der Keeper an. Nein, eine No-Bledger-Situation. Alles klar. Keeper safe, weil es sein eigener Bledger war. Und aber schön schade, wäre hübsch gewesen.
Ah, oh, und wir machen eine Turtle. Wunderbar, es ist die Nummer 11. Die Rabea. Sie macht eine wunderschöne Turtle. Klammert sich aber auch an den Ball dran. Richtig gut. Work it, girl. Und der Keeper hat den Ball. Ja. Und sie starten direkt zum Gegenangriff, solange die ganzen Münchner noch nicht ganz da sind. Aber bauen sich dann doch eher auf. War, glaube ich, ganz gut. Kurzanweisungen. Ja. Die Nummer 35 geht als Troll. Und wir haben schon wieder ein Gerangel. Ja, und wir bräuchten ein paar Beater, aber... Oh, hübsch. Offscreen gerade ein super Beat. Ja, von der Nummer 21 von München auf die Nummer 32 von den Braunschweigern. Sehr schön von hinten. Hat im Hinterkopf getroffen. Vielleicht hat es was bewirkt. Weiß man nicht. Und München wieder, oder charge der, schön. Lässt die Leute stehen, ja, und macht es alleine. Sehr schön. Ein sehr schönes Tor. Schön durch die Abwehr durchgeschlängelt. Ein schöner Cherry-Pick von der Nummer 10 von den von Braunschweig. Ich wollte gerade Wolpertinger sagen, aber nein, es ist Pink, es ist ein Braunschweiger. So, München immer noch mit Bledger Control. Braunschweig legt jetzt los und geht in den Angriff. Hat einen Cherry-Pick gemacht und den Weg ein bisschen freier gemacht. Oh, aber der Keeper wird gebietet und jetzt ist keiner hinten. Und das wird ein Tor wird werden. Hübsch. Und er steckt ihn durch, ja. Er steckt ihn nicht durch, er wirft ihn durch. Das ist ein markanter Unterschied. Tor ist Tor und damit steht es 50 zu 30 eigentlich. Hinten wird es gerade 40-40 angezeigt. Ist es der Wind? Ist es Unfähigkeit? Man weiß es nicht. Aber da unser Team-Ref wunderbar und ist, ich glaube, keine der Head-Ref hat es gemerkt. Wind. Oh nein, nicht. Ein Timeout, super. Dann können wir die Goal-Situation klären. Weil es ist verdammt windig hier. Wir haben einen wunderschönen Timeout. Und beide Teams interessieren sich sehr für ihre Taktiken, was ja auch sehr gut ist. Aber es ist tatsächlich ein relativ ausgeglichenes Spiel. Ich bin sehr, sehr interessiert. Wenn ich nicht die ganze Zeit labern müsste, würde ich eigentlich auch ganz gerne zuhören. Zugucken. Willst du also selber zuhören? Ja, interessant. Gerne. Mhm. Ich mache viele interessante Sachen. Nein, aber wirklich. Also das Beta-Game, worauf ich natürlich jetzt bitte auch so ein bisschen mehr achte, das ist ganz, ganz klasse. Alex, was kannst du uns denn so zum Chaser-Game bis jetzt berichten? Gefällt mir sehr. Also ich muss sagen, ein schöner Spielaufbau, schöne Drives. Und ich als Keeper, ja, ich kann da nur meinen Keeper-Kollegen den Hut quasi zeigen. Und wir haben einen hopsenden Fotografen. Das ist, der arme Junge. Das ist Commitment. Mit einem kaputten Fuß auch noch. Score ist richtig, alles klar. Okay. Also unser Score ist richtig, also steht es weiterhin 30 für Braunschweig und 50 für München. Okay, und es geht weiter. München immer noch. Oh, langer Pass und der kommt an und der ist durch. Der ist durch, super, sehr schön. Richtig gut für die Braunschweiger. Schönes Tor. Das war ein sehr schöner langer Pass. Und da sah man auch wieder die Funktion des Trolls, der hinter den Hoops gewartet hat, den Pass empfangen hat und einfach nur noch im Rücken der Abwehr durch die Hoops stecken konnte. München wartet, bis der zweite Bieter da ist. Sehr schlau, dann kann man nämlich einen richtig klassen Angriff liefern. Und, sie machen einen Nahpalm, sehr schön. Und, das hat, ich würde sagen, das hat funktioniert. Und der smasht den aber durch. Sehr schön, meine Güte. Oh, so, das ist Zuschauer. Ein Träumchen. Was ist Napalm? Napalm ist eine Angriffstaktik der Bieter, wo ein Bieter einen Bledger nach hinten rollt, um ihn quasi zu safen, und dann den verbleibenden Bieter, der einen Bledger hat, tackelt und somit ein bisschen Zeit erkauft für die Chaser, damit sie ein Tor machen können. Wie man es hier sehr schön gesehen hat, hat funktioniert. Ja. War super. Sauber ausgeführt. Und da ist wieder der Pass, aber diesmal kommt er nicht an. Aber Nummer 13 nimmt ihn auf, wird getackelt. Aber behält den Quaffel sehr schön. Und der Keeper... Und das war ein bisschen leider weit. Drüber. Etwas optimistisch. Ja. Aber Braunschweig hat mittlerweile
Blätter. Control. Und da geht der Chase. Oh, schön gehalten vom Keeper. Richtig, hübsch, Mensch. Keeper Game on point. Ja. Sehr, sehr hübsch. Alles klar. Braunschweig immer noch mit Blätter. Control. München baut den Angriff über rechts auf. Der Keeper protected von einem Beater und einem Chaser-Kollegen eine Chaser-Kollegin. Die jetzt auch den Ball kriegt. Yep. Die Beater blitzen hin und her und machen eigentlich einen sehr, schöner sehr schönen Pass. Sache. Oh, Beat. Okay. Ja, könnte Beater man. Kommen langsam zurück. Sehr schön. Beat sehr before schön. Pass. Vielleicht callen, aber. Und da kommt wieder der Querpass. Leider diesmal nicht direkt durch. Schade, schade, gebietet vorher. Aber es war eine schöne Sache. Hätte funktionieren können. Aber Beater Game is strong with this one. So. Score ist mittlerweile 60-40 für München. Aufbau wieder protected vom. Langer Pass, aber wesentlich zu hoch. Ledger Control für Braunschweig immer noch. Wir hätten erstaunlich lang Ledger Control. Normalerweise dafür, dass es am Anfang so ein bisschen wackelig war, dass München öfter Ledger Control hatte, hat Braunschweig jetzt ordentlich zugelegt. Ja, haben wir in ihr Spiel reingefunden. Mhm. Manchmal muss man sich warm spielen. Und wieder Taktikbesprechung zwischen Chaser und Keeper. Langsam wird der Angriff aufgebaut. Ja. Okay, Nummer 4 kommt ein bisschen in Bedrängnis. Oh, schöner Beat. Sehr hübsch. Ein schöner Cherry Pick. Liegt der Koffer da rum, der Willi? Cherry Pick, jawohl. Oh. Nummer 0, schade. Und Nummer 11 macht ihn leider nicht rein. Aber leider unter dem Hub drunter durch. Okay. Oh, okay. Nummer 21 hat. Oh, da kommt ein Blätter angerollt. Das ist aber nett. Boah, so lange Beine wie Nummer 21 müsste man mal haben, dann wäre man schnell. Mensch, jetzt bin ich neidisch. Aber sehr schön, München hat wieder Bledger Control. Aufbau über die Mitte. Okay, noch eine Minute, dann kommt so langsam der Schnaps mal raus. Und es ist immer noch sehr ausgeglichen, sowohl im Chaser als auch im Beater Game. Ziemlich gut. Ah, will er wieder? Oh nein, er wird gebietet. Ja, aber er hat gerade noch rechtzeitig den Pass abgegeben. Sehr schön. Okay, München immer noch mit Bledger Control. Nummer 21 Keeper kommt zurück. Keeper im Bedrängnis. Passt da, er passt. Querpass. Und findet den Empfänger, die Empfängerin. Noch ein Pass und wird rein. Oh, das war richtig gut gesaved. Und ich... Nein, alles gut. Alles fein. Okay. München ist King of Cherry Picks. Nice. Okay, alles wieder gut. Sah es aus, als hätte die Nummer 11 was abbekommen, aber sie läuft schon wieder über den halben Platz und stellt sie als Troll bereit. Ziemlich gut. Okay. Und wieder ein Beat an der Mittellinie und München jetzt wieder kein und in der Abwehr und schön ausgewichen. Ja, sehr schön gesprungen, aber man muss auch dazu sagen, sehr schön geworfen. Es war ein absolut gutes Manöver. Schade, dass es nicht geklappt hat. So, Score ist mittlerweile 70-40 für München und der Snitch ist. Nice try, René! Könnte released werden, ist nicht. Naja. Wir werden sehen. Der kommt bestimmt irgendwann. Ohne können wir ja nicht. So. Okay, ich höre ein Kalaschnikow von Braunschweiger Seite. Ob sie es jetzt tatsächlich durchziehen? Interessant. Hat den Keeper getroffen. Naja, oder will. Wieder den Quer. Ah, und leider. Schade. Und okay. Guter Beat. Ja. Ball wieder beim Keeper der Münchner. Ja. Yep. München hat mittlerweile Bledger Control. Braunschweig hat Bledger Control verloren. Schade. Und da werden hinten auf der anderen Seite des Spielfelds werden die Sieger zusammengerufen. Ja. Und wir haben Johannes Klempeters als Schnatz, glaube ich. Das könnte dann vielleicht etwas dauern. Das ist nämlich ein ganz schön schneller Bursche. Nicht nur schnell, vor allem auch wendig und hat auch noch die nötige Stärke dazu. Das war.
Aber zurück zum Spielgeschehen. München geht wieder durch und... Wir haben einen durchgedammten und ich glaube... Nein, es geht ihr wieder gut. Mann, hat die... Ein Durchhaltevermögen. Damn, girl. Das ist das, was ich sagen wollte. Ja, habe ich mir fast gedacht. Okay, München hat Pleasure Control. Braunschweig hat den Quappel und baut sich langsam wieder auf. Allerdings haben wir jetzt auch 40-80, das heißt, wir sind außerhalb der Range. Ja. Oh, und No-Look-Querpass. Sehr hübsch, alles klar. Und Braunschweig, der Felix mit der Nummer 0 geht durch und versucht es, nimmt den Querpass, aber sehr schöne Abnahme. Hübsch gemacht, 50-80 für München. Snitch ist on pitch. So. München hat wieder Bladger Control. Und sie bauen langsam ihren Angriff auf. Wird interessant. Und wird der von. Querpass leider über die Mitspieler drüber. München zieht. Münchner Bieter ziehen sich langsam zurück, aber kommen auch wieder vor, weil sie merken, der Angriff ist noch nicht vorbei. Sehr schön und durchgemacht. Hübsch, München, hübsch. Und die Seekers sind drauf. Und Booms down. Und dürfen sich direkt wieder hinstellen. Oh. Und man hat eine gelbe Karte gezückt gesehen. Warum hat man eine gelbe Karte gezückt gesehen? Hast du mich gesehen? Nein, ich habe leider gerade auf die Seeker geguckt. Okay, sad. Aber die Refs kommen zusammen und wir wissen gleich bestimmt mehr. Okay, sieht so aus, als seien sie zu einer Entscheidung gekommen. Gold Stance und gerade wird noch diskutiert. Interessant, von der Nummer 3. Das scheint eine sehr uneinige Situation zu sein. Ja. Alles diskutiert. Wir haben noch keine Entscheidung. Oh, doch. Sieht sehr nach einer Yellow Card aus. Okay. Illegal Contact from behind. Alles klar. Das kann schon mal passieren im Spiel geschehen. Ja. Allerdings muss er diesmal nicht vom Feld. Dadurch, dass er das Tor quasi danach geworfen ist, darf er quasi direkt wieder aufs Spielfeld drauf. Muss also dementsprechend nicht runter. Ja, sonst hätte er eine Minute Timeout. Okay, und wir haben eine kleine Snitch-Kamera dazu bekommen. Sehr schön. Und yep. Defensive Seeken von genau, Boomicorns. Dankeschön. Der lange Pass kommt leider nicht an und geht ins Aus. So, wir haben immer noch Defensive Seeken von Braunschweig. Da passiert momentan noch nicht viel. Wir haben noch keine Beater beim Snitch, aber ich glaube, die kommen jetzt gerade. München im Bludger Control und... Und der Braunschweiger Seeker versucht zu fliehen, aber das bringt ihm nicht viel. München nimmt ihn raus. Und München versucht zu catchen und oh, ein sehr flotter Bursche. Mensch. Und der Damm, der Braunschweiger kommt zurück und wurde schon wieder... In der Zwischenzeit, München das Spiel über rechts. Socke hängt noch, alles gut. 25 hängt an der 2 dran. Ja. Gibt den Ball zum Keeper. Pass zurück. Und München darf wieder auf den Schnatz drauf. Und er drivet sich durch und macht das Tor. Und Braunschweig kommt wieder zum Defensive Siegen und ist wieder raus. Mensch, der Junge muss auch laufen. Naja. Und wir machen weiter. Und starker Beat. Nett. Muss man sagen. Okay, Snitch ist immer noch im Aufbau über links, da kommt der Pass nach rechts hinten. Und der aber Seeker der Beat war vorher da. Und wir haben immer noch einen Defensive Seeker, aber einen neuen Defensive Seeker von den Braunschweigern. Wunderbar, okay. München und hat Bledger Control. München Wunderbar. Über links. Ein Angriff mit Bledger Control folgt. Aber ein Bledger ist auf dem Schnatz drauf. Weise. Bei so wie. Oh, obwohl. 100-50. Wenn die Münchner jetzt catchen, das wird gut.
Oh. Der Seeker von München geht auch sehr, sehr offensiv drauf. Macht sehr viele Dives. Das kann manchmal echt gut wirken. Aber der wird auch langsam müde, wie man es aussieht. In der Zwischenzeit. Und schöner Beat von den Boomicorns. Oh ja. Von der Nummer 22. Mhm. Und damit der Ball, der Quaffle, wieder beim Keeper der Boomicorns. Da sieht man mal, dass die Bledger auch, wenn Snitch on Pitch ist, definitiv immer noch aufs Quaffle-Game achten müssen, weil das wäre ein Tor gewesen. Und das war richtig gut von dem Braunschweiger. Aber nein, der Wolpertinger Keeper ist wieder dazwischen. Wir haben immer noch einen defensive-siegenden Braunschweiger bei 100 zu 50 für München. Das heißt, sie versuchen jetzt wieder ins Swim zu kommen. Pass zur Nummer 2. Mid-Range. Das wäre schon ziemlich nice. Pass zurück, langer Pass hinter die Hoops. Und hat gefangen. Und schade, die Nummer 16 ist dazwischen. Und Nummer 16. Geht sie durch? Nein, sie sieht den Beater und bleibt etwas zurück. Ja, weise. Braunschweig baut sich wieder auf. Oh, es gibt ein wunderschönes Beater-Battle, wo der Münchner Beater alles gegeben hat. Zwei Beater rausgehauen, und die aber Nummer leider selber rausgehauen wurde. Durch den mittleren Hub. Sehr einmal schön. Durchgelockt. Braunschweig, Mensch. 60 zu 100, immer noch für München, aber Braunschweig holt auf. So, Seeker von Braunschweig wechselt. Und der Münchner Seeker kommt wieder und gibt alles. Und ist gestolpert. Armer Junge. So, Braunschweig immer noch Defensive. Wunderbar. München über links, jetzt über der Mittellinie. Sehr jetzt muss er schön. Aufpassen, dass er nicht zurückgedrängt wird. Braunschweig hat Bledger Control. Und schönes Pass, schön ausgewichen, ausgewichen, aber dann kommt der Cherry Pick. Also die Beater-Abwehr und von Braunschweig ist noch echt nicht zu unterschätzen. Das ist richtig. Ah, schade. Diesmal klappt es leider nicht. Aber es wäre sehr schön gewesen. Alles klar. Und wir haben resettet. Oh, ein wunderschöner Beat von der Nummer 22. Er steigt nicht ab. Ich würde sagen, er war Beat, aber gut, was habe ich zu sagen? Ich bin leider kein Referee. Na gut. Stimmt. Wir sitzen nur hier und labern uns die Schnüsse wund. Richtig. Cherry Pick day. An die Sucherin von den Boomicorns. Und der Münchner Seeker ist voll drauf und heizt dem Johannes ziemlich ein. Interessant. Und versucht auch von oben zu greifen. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Okay. Und Braunschweig ist wieder am Start, aber kommt nicht so richtig in den Defensive-Seeken rein. Ein schneller Kerl. Und München, kommt da einer wieder vorbei. Der Querpass erfolgt und unser Nummer 16 hat einer auf den Deckel bekommen. Währenddessen schönes Tor von den Münchnern. Ordentlich. Okay, der läuft noch. Dem geht's gut. So. Okay, Braunschweig hat Control, wenn ich das richtig überhöre. Na, haben sie. Wunderbar. Okay. Und dann erfolgt jetzt, glaube ich, der erste Keeperwechsel bei den Münchnern. Hat er so lange ausgehalten? 26 war, glaube ich, die ganze Zeit auf dem Feld. Okay. Okay, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und die Boomicorns im Angriff und durch den mittleren Hub. Ja. Braunschweig hat immer noch Bledger Control. Und jetzt 70 zu 110 für München. Oh, das wird echt ein knappes Spiel letztendlich. Wenn Braunschweig so weitermacht, dann holen die Münchner echt noch ein. Dann kommen sie wieder in Range rein und dann. Also, das ist von beiden Teams eine echt gute Leistung, muss man sagen. Absolut. München über links. Münchner Seeker versucht sein Glück. Oh, jetzt muss er aufpassen wegen Tackle from behind, um meinen Gedanken fortzusetzen. Und der ist eigentlich im und der Headref hat es gesehen. Was genau ist passiert? Der Fuß des Braunschweigers war über der Linie und dadurch ist er quasi im Aus. Es ist anders als beim Fußball, wo der Ball über die Linie muss. Hier ist es eher wie beim Basketball. Sobald der Spieler die Linie berührt, ist er im Aus. Okay. München weiter über links. Und Münchner Keep. Und? Oh. Das dürfte einen Tackle von behind geben. Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Aber Fair Play hier. Oh, wir sehen diese wunderschöne Hose von dem Jan, der sagt, er hat die gefährlichste Hose im Team. Und jetzt, wo ich die sehe, kann ich sagen, stimmt. Ich weiß nicht genau, was hinten drauf steht, aber das würde mich interessieren. Gut, es gab... Durch die Karte darf der Braunschweiger Chaser jetzt eine Minute nicht ins Spiel wieder rein. Es sei denn, es gibt jetzt ein Tor für München gegen Braunschweig. Schönes und das sieht gar nicht so aus. Oh, und von hier kommt ein Blätter. Ein Klatscher? Interessant. Schöner Beat von den Boomcons. Und das war sehr hübsch verteidigt. Sehr gut. Also die Bieterverteidigung ist echt on point. Das ist echt gut. Und damit der Keeper der Braunschweiger wieder im Ballbesitz und im Spielaufbau. Yep. Und der lange Münchner Pass wieder nach hinten, wieder aber leider etwas weit zu rechts und etwas zu kurz. Wir haben immer noch einen Defensive Kick von Braunschweig. Aber der Münchner Sieger ist wirklich, wirklich flott. Okay, und jetzt ist er wieder alleine am Schnatz und vielleicht gibt's das was. Und er macht sich kleiner und oh, das war dran. An der Hose. Beinahe. München noch so überlinks. Weiter und boah. Sieger von München aus, auch gibt echt den Ball ab an die 27. Sehr schön, okay. Sieger versucht es wieder von München. Ist auch sehr, sehr flott. Und die 2 versucht es wieder. Nein, diesmal spielt er ab. Und der Beat geht leider neben. Aber wir haben einen Quaffel-Turnover. Interessant. Okay, da ist der Braunschweiger Sika wieder da. Und da ist wieder der lange Pass. Da hinten stand die Nummer 11 vollkommen alleine. Wow. Und macht das Tor. Richtig gut, genau so. Und da freut sie sich absolut zurecht. Wow, das war super. Da hinten hat sie keiner gesehen. Ja, die hat sich quasi unter die Hoops teleportiert. Ziemlich nice, muss man sagen. So, und wir haben München mit Bledger Control. Und 30 Punkten Führung. Und der Keeper versucht es wieder. Und ja, Headref hat es gesehen. Was genau hat der Headref gesehen? Meines Erachtens war die 95 von München im Aus. Und ja, das ist auch das, was er Spiel weiterspielen lässt. Wunderbar. Okay, Sika wieder drauf. Man wird es sehen. Okay, Münchner Sieger. Schön gehalten vom Münchner Keeper. Und Braunschweig ist mittlerweile im Offensive Seeken. Wenn sie jetzt catchen, dann gibt es eine Overtime. Dann haben die nämlich Gleichstand am Ende, weil der Snitch-Catch bringt ja 30 Punkte. Und das wieder wird Keeper-Wechsel ein ganz spannendes Match. Okay, Münchner Sieger wieder auf dem Schnatz drauf. Blätter rollen umher und wissen nicht langer recht, zu wem sie gehören. Aber Braunschweig dazwischen und da ist er ja, leider Beat. Sehr schade. Schön. Ein Beat verfehlt, einer hat getroffen und genau so muss das und sein. Keeper-Duell. Okay, Braunschweiger und Bieter wurde gerade entbeast vom Snatch. Braunschweig versucht alles, um durch die Hoop zu kommen. Aber München immer dazwischen. Ja. So, Braunschweig wieder am Snitch. Hat eine ganz schön harte Zeit. So, Münchner Sieger kommt langsam wieder. Versucht sich ein bisschen anzuschleichen, so wie es aussieht. Ja. München währenddessen im Kurve wieder über links. Seitenwechsel auf rechts zum Keeper. Der schickt seine Chaserin, geht aber selber. Und überwirft seine Mitspielerin leider. Okay, jetzt beide Seeker auf dem Schnatz. Wird man sehen, wie das funktioniert. Okay, und Braunschweiger Seeker aus. Beide Seeker aus, alles klar. Und der Schnatz mittlerweile auch mit einem Handicap. Er darf sich mittlerweile nur noch mit einer Hand verteidigen. Nein, er darf nur noch auf der Linie laufen. Nein, okay. Ja, hat sich ausgesucht. Okay. Nimmt die Wege. Und München, der Münchner Keeper wieder zwischen dem Wurf sehr und schön. Verhindert das Tor.
Ordentlich. Und Snitch Down, alles klar. Immer wenn der Snitch Down ist, müssen die Seeker auf den Snitch Ref achten. Der zählt von 3 runter und dann dürfen sie wieder los. Währenddessen schöner... Oh. Und jetzt gehen sie wieder drauf. Okay. Braunschweig schön den Ball übernommen, aber München dann direkt wieder zurückerobert. Okay, und beide... Und wir haben eine No-Bloodshot-Situation für München. Oh, 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 Braunschweig hat... Braunschweiger Sika hat gecatcht. Sehr schön, noch im Fallen. Siegerin. Siegerin. Sehen wir die Nummer von der hübschen Dame. Beat before, oh, catch not good. Schade, schade, schade. Aber das war schön. Beinahe. Und der Münchner Keeper wieder... Zu, mit Zug zu den Hoops und steckt das Ding durch. Nice one! Okay. Das war die Nummer 35, die Anni. Ziemlich, ziemlich gute Sache. Ordentlich. Ja. Das macht sie gut. Und jetzt ist sie wieder im Defensive Seeken, weil München gerade gescored und hat. München wieder zwischen dem Wurf auf die Hoops. Okay, und München hat better control. So, Münchner Seeker wieder auf dem Snitch drauf und heizt ihm ein. Hallo Lukas! Und wieder tankt sich die 2 da durch und steckt den Korfer durch den mittleren Hoop. Ziemlich nice. Ja. Damit jetzt 130 zu 80 für München. Okay, Münchner Seeker alleine auf dem Schnatz und wird ausgebietet. Währenddessen der Boomikorner Keeper wieder im Spielaufbau. Okay, Boomikorns haben sich gerade den Seeker getauscht. Und versucht wieder den Longshot, aber der Keeper ist wieder dazwischen. Und Münchner Seeker wieder aufs Net. Okay, Münchner Seeker alleine auf Snitch. Wird sich zeigen, was das wird. Er geht da sehr schön aggressiv mit der Schulter rein. Das sieht gut aus. Und ein schöner Tackle von der Nummer 1. Braunschweiger Seeker wieder dabei. Unicorns vom Jan. Was ein Gegenangriff ermöglicht und da kommt der Querpass, aber Münchner Keeper wieder dazwischen. Sehr schön. Ja, wenn also, man die Größe hat, kommt man über die, an die hohen Bälle ran. Ja, ich würde fast sagen, gegen den Keeper kann hier jetzt gerade keiner anstinken, wa? So, Braunschweiger Seeker, immer noch Defense. Defensiv. Währenddessen Münchner Spielaufbau über links, Seitenwechsel. Mhm. Und sehr schön gecatcht, ne? So. Troll auf der linken Seite der Münchner. Münchner Seeker allein auf Schnatz. Interessant. Heizt ihm ein. Oh, oh, und oh, wir haben wer hat ihn? Wer hält den Schnatz? Ich sehe gerade niemanden, der den Schnatz hält. München. München. München hält den Schnatz. Okay. Das ging so schnell. Das habe ich nicht gesehen. Aber wenn ich das nicht gesehen habe, dann wird es wohl ganz in Ordnung gewesen sein. Das ging glatt vorbei, würde ich fast sagen. Und wir sehen die Refs, wie sie diskutieren. Interessant. Jawoll! Und München gut. Hat gewonnen. Sehr, sehr schön. Kriegt somit 30 Punkte drauf und gewinnt 160 zu 80 gegen Braunschweig. Wunderschön. Aber es war ein sehr schönes Spiel von beiden Mannschaften. Beide haben hart gekämpft. Das Beater-Game war super, die Keeper haben tolle Sachen geleistet und die Chaser haben wunderschöne Angriffe und wunderschöne Verteidigungen gespielt. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht zuzugucken. Ja, auf jeden Fall. Wunderschön, die Chance, das ist doch immer nett. Das ist Fair Play. Mm. Und alle freuen sich. Dann würde ich fast sagen, sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und Zuschauen und tschüss, war uns eine Ehre und eine Freude, euch hier ein bisschen kommentieren und unterhalten zu dürfen. Und vergesst nicht, zum nächsten Spiel wieder einzuschalten.
Bis dahin, dann mit neuen Kommentatoren leider, aber mal gucken, wie die es schlagen werden. Auch ein Tschö von meiner Seite aus. Wir sind jetzt weg.